willkommen zu unserer F2 2021 Oscar Piastri Karriere. Und ja, wir sind im Hauptrennen in Spielberg. Es ist eine tolle Strecke und das erste Rennen war echt actionreich. Guck gerne um rechts vorbei. Und heute wird es wirklich, man kann das nicht mehr toppen, was heute alles passieren wird. Unter anderem zwei Safety-Car-Phasen und dumme Fehler, die ja das komplette Renngeschehen beeinflussen werden. Und das und vieles mehr. Hier haben wir mal die Strecke und das sind nur 10 Kurven, 3 DS-Zonen und eine ja tolle Strecke hier mitten in die Landschaft gebettet in Spielberg. Natürlich auch meine persönliche Lieblingsstrecke im Kalender, aber das ist natürlich klar, ich bin da ein bisschen voreingenommen. Also ja, wir können uns auf jeden Fall freuen. Das rote Mercedes. Das Auto ist hier wieder am Start. Nächstes Mal haben wir ja Großbritannien und ja, ist auch passend, dass da nachher das Grüne herumfährt. Und hier haben wir uns, Oscar Piastri. Wir sind mit 37 Punkten vorne. Es schaut wenig aus, aber wie gesagt, teilweise muss ich immer wieder neu starten und deswegen ja, werden wir am Ende mal gucken, so eine Bilanz ziehen, wo wir in der WM werden. Jack Aitken und Marcus Armstrong starten aus der ersten Startreihe. 33.000stel trennten die zwei, Viscal und Schwarzmann und Zu. Dann haben wir Drugovic, Lawson und Daruela, Tiktum und Sato, dann Roy Nissany und Poe. Cher, Ralf Boschung und Zendela, Beckmann und Vips, dann Samaya und Lundgaard, Verschor und Fittipaldi. In der letzten Reihe teilen wir uns mit Deleda. Schaut gerne unbedingt auf Instagram vorbei, auch gerne auf itz-tobi auf TikTok, Links wie mal unten in der Bio und vor allem abonniert den Channel gern kostenlos. Los geht's hier, die 5 roten Lichter beginnen zu leuchten, eine tolle. Mein Gott, wir stehen hier beim Start. Das war mies schlecht. Also mies schlecht. Eine Megakulisse, viele Fans hier. Aber wir verkacken den Start. Das war nicht gut. Erste Kurve rein, retten was geht. Ja, das ist jetzt mal hier 1 Platz. Aber trotzdem, wir werden alles geben. Trotz biederen Bedingungen, trotz dummer Fehler. Möchte ich hier alles reinstecken, was geht. Fittipaldi, Verschor, fighten hier. Und der verbremst sich. Da gehen wir mal richtig durch. Halleluja, hier gelb und wir waren mit der Nase vorne, Herr Zendeli, wir waren da vorne, jetzt sind wir zwischen den Deutschen, der kommt da durch, Beckmann ja Deutscher, Zendeli auch Deutscher, ja, das ist hier eine richtige enge Sache und ja, Beckmann macht dazu, hätte ich auch gemacht, ich dachte mir zuerst, vielleicht so probieren wir es hier, aber ja, ihr wisst ja, was da meistens dabei rauskommt, ein blöder Crash, irgendein Dreh und davon werden wir heute leider noch genug sehen. So, hier kommen wir ein bisschen besser raus. Zack, Windschatten, wir gehen hier raus. Ich bremse hier zwar rein, aber auch, ja, bleibt da dran anfangs. Aber jetzt sind wir durch 15. Platz. Das ist okay, ordentlicher Start, 7 Plätze gut gemacht. Und hier letzte Kurve, also vorletzte Kurve, Lundgaard. Da werden wir nicht drankommen. Aber jetzt die letzte. Oh, perfekter Exit. Hier jetzt ein Lundgaard. So leicht nochmal Windschatten mitgenommen. Und hier fahren wir daneben in den Berg rauf. Noch kein DRS. Das gibt es erst ab der dritten Runde. Und durch sind wir. Da rutschen wir über den ersten Körper drüber. Das kostet einen Ticken Zeit. Und da werden wir gleich mal Lundgaard wahrscheinlich wieder begrüßen dürfen neben uns. Und so ist es auch. Der kommt hier neben uns wieder verdächtig nah dran. Aber das reicht allemal, um hier vorbeizukommen. Gucken wir uns jetzt mal hier kurz den Start an. Okay, der Start war total beschissen, aber die erste Runde war eigentlich super, wirklich. Wir haben da auch ein bisschen profitiert, dass da echt viele Zweikämpfe waren. Und deswegen konnten wir da echt auch schön aufholen. Das ist okay, würde ich mal sagen. Hier auch reingestochen, das war toll. Schöner Exit aus der ersten Kurve. Den hatten wir ja in der zweiten Runde nicht so, aber trotzdem. Also wirklich, das war ordentlich. Und jetzt dann hier den Berg rauf. Das war natürlich echt cool. Diese 4 auf einmal. Hier zack, 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 zack. Die fahren da alle wie aufgefädelt. Man kann da reinstechen. Die sind nur auf die Zweikämpfe irgendwie aus. Und da kannst du echt gut reinstechen. So, hier. Da rechnet nicht, dass wir da reingehen. Rad an Rad mit Sato. Und ja, hat sich dann entschieden, vom Gas zu gehen. Okay, da kann ich nichts dafür. Wenn er den Pferd nicht sucht, dann ja, tut es mir echt leid. Boschung. Er ist jetzt vor uns der Schweizer und das ist schon der 12. Platz, der vor uns fährt. Und das in der zweiten Runde. Es läuft sehr, sehr gut. Ende 3, 12. Runde. Jetzt sind wir. Nein, Blödsinn, 12. Runde. Was rede ich denn? Jetzt sind wir 12. Platz. Sodala. Und, da hat er drauf gehalten. Ja, Idiot, das darf man nicht in der ersten Kurve. Das, ja, das war natürlich echt sehr unnötig. Und jetzt geht es hier den Berg rauf zu Fouchère.
An den sind wir vorbei, auch an Daruela sind wir vorbei. Dan Ticktum, unser nächstes Opfer. Und da passiert's. Der macht zu und wir drehen ihn hier weg. Das war natürlich sehr, sehr ungewollt und sehr dumm. Das war echt blöd, dass ich da, ja, ein bisschen, hoffentlich löst er kein Safety Card, aber der steht nur ganz alleine herum. Das war natürlich echt sehr, sehr dumm. Also, ich hätte auch vielleicht einen Ticken später, aber da vorhin hat es funktioniert. Wir haben es ja gesehen, aber jetzt hat es dann wieder nicht funktioniert. Das ist leider echt, das tut mir echt leid für ihn. Also, das wollte ich natürlich absolut nicht. Sein Rennen ist leider durch wahrscheinlich. Oder doch, nicht Alter. Aitken steht hier mitten neben der Strecke. Ein Riesenloch jetzt auch zu Nisani, der vor uns ist. Achter Platz sind wir immerhin schon. Und jetzt kommt der Safety Car. Der Safety Car könnte ein Game Changer werden, muss aber nicht. Also er ist auf jeden Fall ein Game Changer für Ticktum. Der fährt nämlich gerade in die Box rein und ist jetzt schon, ist jetzt an der Box. Kann auf jeden Fall helfen. Also gerade wenn jetzt auch andere noch rein müssen. Die müssen jetzt auch die ganze Runde das Delta einhalten und der hat das sicher sehr gut gemacht. Alle kommen rein. Ich habe ein bisschen verzögert bei der Boxeneinfahrt, weil ich genau wusste, dass das hier jetzt passieren wird und wir ewig warten müssen. Hier fahren wir mal über die Schlagschrauber drüber. Dass wir hier ewig warten müssen, das wusste ich leider. Und zack, hier durch und jetzt müssen wir hier ewig warten. Wenn du Glück hast, kommt sogar. Na, da kommen alle wieder vorbei. Wir sind letzter Platz aktuell, aber hier stehen viele Zweierpaarungen. Und die dürfen natürlich alle nicht fahren, weil einer den anderen blockiert. Guckt euch das mal an. Sechster Platz, Alter. Wir haben es geschafft. Wir haben hier den sechsten Platz geholt. Wir sind auf dem siebten oder so reingefahren. Also wir haben sogar den Platz gut gemacht, weil die alle reingeholt haben gleichzeitig. Wir hätten vielleicht sogar eine Runde abwarten sollen und dann erst in die Box rein. Aber ja, das... Oh mein Gott, und hier das passiert während der Safety-Car-Phase. Ich Idiot. Fahre Sato hinten drauf und reiß mir den Flügel runter. Ich muss nochmal in die Box rein. Und das ist halt dieser echt dumme fucking Fehler. Der Brake-Testet hier uns teilweise. Also habt ihr es gesehen, ich komme da mit viel Schwung raus und die fahren da 20. Also der Safety Car, ganz wichtig zu sehen, dass der Safety Car so langsam fährt. Und das war wirklich dann so mit Kalkül. Und ja, das, was ich hier mache, war ein sehr dummer Fehler, Hashtag 2. Weil ich nicht genau wusste, dass ich ja mit den Routen wahrscheinlich keine 12 Runden fahren kann. Das werden wir später leider noch lösen müssen, das Problem. Ich dachte mir zuerst, das ist eine echt gute Idee, bin aber dann drauf gekommen, guck dich mal rechts an. Wir sind mit 4% rausgekommen, sind jetzt schon nach einer Aufholrunde, wir sind gerade mal so, by the way, dran gekommen an die hinteren Fahrer. Aber das Problem ist, die Reifen haben jetzt schon 13% vorne links und obwohl ich nur eine schnelle Runde gefahren bin, 9% haben sie dazu bekommen. Das könnte echt leider sehr, sehr traurig werden für uns heute. Ich hoffe natürlich, dass wir da ordentlich noch was gut machen können, aber nach der zweiten Safety... Nein, das war die erste, oder? Nein, das war die erste. Nach der ersten Safety-Car-Phase hier schon so am Boden. Das ist echt so hier Ticktum. Rad an Rad mit Ticktum. Ja, nur nicht zu voreilig. Wir wissen ja, was vorhin passiert ist. Der hat sein Rennen ein bisschen zerstört. Das tut mir echt leid für ihn. So, Juri Vips jetzt vor uns. Den können wir auch schon holen. Aber immer wieder natürlich der Blick unten rechts auf die Reifen. 17, 18%. Teilweise bekommst du dann 2% in einer Kurve dazu. Und das ist dann echt nicht mehr schön. So. Hier gibt es eine Vermahnungsstreckenbegrenzung. Vorhin bin ich genauso gefahren und jetzt gibt es die Vermahnung. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel geschnitten. Hier will Drugovic wieder zurück. Aber das so einfach mache ich es ihm nicht. So, da. DRS sollte auch schon offen sein. Nein, ist nicht offen. Okay. Hälfte der Renndistanz und wir sind gerade mal, sage und schreibe, ja, die dritte Runde, glaube ich, fahren wir jetzt mit dem Reifen. Der hat jetzt schon 22%. Wenn ich das hochrechne, nochmal das hier mal 3. Sagen wir 20%, weil wir haben jetzt schon 24 vorne links. Hinten rechts wird es funktionieren vielleicht, aber vorne links sagt der Reifen so, nee, das geht nicht. Und wie gesagt, also man kann auf jeden Fall nicht durchfahren. Also wir sind immer noch in der Runde. Wir haben 20%. Wir haben noch das Dreifache, was oben, also noch 9 Runden, noch 10 Runden.
Und das heißt, das Dreifache von dem, was wir mit den Reifen jetzt schon gefahren sind, müssen wir noch fahren. Und das wären dann schon 90%. Und das jetzt mal, also allerhöchstens. Wir haben ja noch die eine Runde mehr, weil es ja 10 Runden sind und nicht nur 9 Runden. Das ist unschaffbar, dass wir da mit diesen Reifen durchfahren können. Die Rechnung ist mir dann leider auch schon gekommen und ich habe dann immer, bin dann weitergefahren. Habe dann auf den richtigen Moment gewartet, dachte mir so, vielleicht kommt noch irgendwie eine Safety-Car-Phase. Vielleicht können wir da noch irgendwie Zeit gut machen. Und ja, die kam dann lange nicht. Ja, jetzt wäre so perfekt gewesen, Safety-Car-Phase. Also 10., 11., 12., 13. Runde vielleicht. Da hast du nach 7 Runden das gefühlt halbe Rennen noch Zeit, um Punkte gut zu machen, aber es kommt nicht. Und hier die zweite Verwarnung in der letzten Kurve. Das ist nicht schön, das ist nicht lecker. Wir haben natürlich schon hier ordentlich aufgeholt, schnellste Rennrunde, aber was bringt uns das alles, wenn wir hier mit den Reifen nicht durchkommen? Man könnte natürlich pokern und sagen, fahren wir durch, aber dann platzt der Reifen, 3 Runden Verschluss und das will auch keiner. Ich dachte mir so, es ist eine gute Chance, hier fahren viele rein und dachte mir auch zuerst so, rein, ich will nicht rein. Ich dachte mir, vielleicht macht irgendjemand einen Fehler bei der Boxen einfach, dass es Safety Car gibt. Aber nein, es gibt keinen fucking Safety Car. Es sind noch ein, zwei reingefahren, die werden wir auf jeden Fall überholen können, wenn wir nochmal in die Box müssen und das wird immer wahrscheinlicher. Gelbe Fahne da hinten, hat es gekracht. 4 Leute haben sich weggedreht und Liam Lawson war leider so ein bisschen der Abgefuckte. Es wird, ich dachte schon so, gelb, viele Autos hinten, Safety Car. Ich bin direkt abgebogen, weil ich mir fast gedacht habe, dass es Safety Car ist. Ja, wirklich alles mitgenommen bei der Boxen einfach, was geht. Ich wollte unbedingt Zeit gut machen. Die müssen alle das Delta fahren und wir sind da echt in einer guten, privilegierten, ja, leider 17 Sekunden. 17. Platz sind wir leider. Wir haben zwar natürlich noch die Zeit, hier ein bisschen was aufzuholen, aber dann spielt uns das nächste. Wieder spielt uns da nichts in die Karten rein. Wir sind 3 Runden hinter Safety Car gefahren und jetzt habe ich nur noch 2 Runden Zeit, die 19. und die 20. um irgendwas gut zu machen. Vom 17. Platz, das müsste ich 7 Plätze aufholen in 2 Runden. Das ist fast unschaffbar. Und ich gebe mir natürlich die Mühe hier, erste Kurve, da gehen wir richtig hardcore rein, das war fast viel zu aggressiv. Ja, dann bergauf, hat auch ordentlich Zeit gekostet, weil jetzt ist Tiktum weg und der ist eigentlich heute, ja, zack, hier wieder rein. Tiktum hat vielleicht schon gezittert, gleiche Position wie vorhin und ja, reicht wieder. Solla, erste Runde ist vorbei, Juri Vips jetzt noch vorbei. 3 Leute noch, also nein, der 13., der 12., der 11. und der 10. im besten Fall. Also 4 Leute noch und das in einer Runde und ich dachte mir schon, boah, das wird wahrscheinlich unschaffbar werden. So, hier rauf, den ersten. So, da, jetzt geht's weiter. Beckmann. Und das wird schon unschaffbar. Guckt euch das mal an, wie der wegzieht. Es gibt fast keine Überholmöglichkeit mehr. Außer hier habe ich mir gedacht, ja, der 11. Platz noch und auch der 10. Und das in 2 Kurven, in 2 Highspeed-schnellen Kurven, das wird nichts werden. Hier nochmal alles rausgeholt zu Verstappen, like erste Kurve Abu Dhabi, richtig fett reingestochen, aber ich habe mir da im Endeffekt ja nichts erspart. Das war's leider, Leute, ein Rennen zum Vergessen, kein einziger Punkt, kein Punkt hier in Spielberg, das Rennen war echt zum Vergessen, ins Rollen gebracht hat alles natürlich dieser dumme Crash mit, während der Safety Car Phase, ich komme mir vor wie Crouchon in Abu Dhabi, ich Idiot. Ja, leider hat es nicht so hätte sein wollen. Es tut mir natürlich echt leid. Ich hätte da wirklich fett gern was gemacht, aber hat nicht funktioniert und hat nicht sein wollen sollen. Egal, man kann es nicht ändern. Es war trotzdem ein sehr, sehr spektakuläres Rennen. Hat mir absolut viel Spaß gemacht. Viele Strategien, viele Sachen, die ich so auch nicht oft schon hatte mit Safety Car. Zweimal zum Beispiel. Also man hat das meistens nur in Online-Rennen. Und zweimal war ich unverschuldet. Also es gab da wirklich Safety Car Phasen. Da denkst du dir, bei der zweiten ist eine KI, hat es weggedreht. Dann hat es im Kies auf die Strecke zurückgedreht. Dann ist Drugovic hinten, nein, ich weiß nicht, wer das war. Armstrong, glaube ich, hinten drauf gefahren. Und dann haben sich 3 blockiert und deswegen gab es dann die Safety Car Phase. Dann denkst du dir so, Aitken steht mitten in der ersten Auslaufzone, also so mitten neben der Strecke in der ersten Kurve. Ich wäre da fast reingefahren, gibt keinen Safety Car. Also das ist dann teilweise noch ein bisschen undurchdacht, trotzdem. Finde ich es toll, war ein schönes Rennen. Schwarzmann hier mit der Weltfahne, weil er Russland nicht benutzen darf. Die hatten ja diesen Doping-Skandal und der ist anscheinend immer noch aufrecht. Also ich finde es auf jeden Fall, war es ein tolles Rennen, hat viel Spaß gemacht und ja, ordentlich gebockt.
Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel. Schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Wir haben die Führung verloren. 2 Punkte Rückstand. Und unser Teamkollege ist mit einem zweiten hier punktegleich. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch gerne auf ITU-JT vorbei oder gerne auf It's-Tobi auf TikTok vorbei. Da wird es jeden Tag viel Stuff geben. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Schaut gerne auf Instagram vorbei, wie gesagt. Und Links wie mal unter der Bio. Dankeschön fürs Zugucken. Oder später auf TikTok. Oder später hier. Und ciao. Stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.